So, damit wir das dieses Jahr noch fertig kriegen. Hier, Dawn of the Dead haben wir jetzt hier noch. Fall Nummer A6 und dann kriegen wir noch, wenn mich nicht alles täuscht, kriegen wir dann noch eine siebte Spezialakte. Aber erstmal hier, auf geht's. Dawn of the Dead. Fallzusammenfassung. Der Chief hat uns alle in den Nachbesprechungsraum zusammengetrommelt. Es handelt sich um eine stadtweite Angelegenheit, Alarmstufe Rot. Na dann beginnen wir die Untersuchung. Auf geht's. Was da wohl passiert sein mag? Sind alle da? Gut. Es gibt Aufstände über die ganze Stadt verteilt, also müssen alle ran. Damit seid ihr zwei gemeint, McLean. Zeit, mal richtige Polizeiarbeit zu machen. Bist du sicher, dass dein launischer Magen aushält? Reden kann ich auch nicht mehr. Aufhören, ihr zwei. Officer Murakami wurde im Dienst verwundet, aber hat die ärztliche Erlaubnis, uns zu berichten, was da draußen passiert. Danke, Chief. Jungs, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Eine Horde Wutbürger watschelt herum, attackiert sich gegenseitig und macht die ganze Stadt dem Erdboden gleich. Es erscheint alles so hirnlos. Wir wissen nicht, was dieses Verhalten verursacht. Wir müssen raus und es aufhalten. Seid vorsichtig da draußen und viel Glück. Einheit wegtreten. Ich liebe einen guten Aufstand. Nichts macht mich glücklicher, als ein bisschen mit dem Schläger zu üben. Ja. Mein erster Arbeitstag und wir bekämpfen einen Aufstand. Wie aufregend. Sehen wir, dass der Anfänger den Tag nicht überlebt. Hey. Ich nehme die Wette an, Mac King. Du wirst es gut machen, Detective. Und wie heißt du eigentlich? Fisch. Frisch Fisch. Ja, Detective Fisch. Was ist sein wirklicher Name? Dick Bückmann hier live aus dem Rathaus, wo ich Dick Bückmann langsam von einem hungrig aussehenden Politiker angesprochen werde. Herr Politiker, alle Berichte lassen darauf schließen, dass die Stadt in einem Panikzustand ist. Bekomme ich eine Stellungnahme? Selbe alte Parteilinie. Wann werden die Politiker damit aufhören? Okay. Ich glaube, der Politiker ist ein Zombie. Also alles normal. Sind alle da? Gut, es gibt Aufstände über die ganze Stadt verteilt. Also müssen wir alle ran. Das ist. Ja, das hatten wir doch alle schon mal. Das hatten wir. Das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Sorry, McQueen, ich weiß, das ist keiner ihrer üblichen Fälle. Aber ich brauche dafür auf jeden Fall sie auf der Straße. Kein Problem, Chief, ich helfe gern. Wie geht es deinem Arm? Ich lebe noch. Danke, der Täter hat versucht, mich zu beißen. Aber ich konnte entkommen. Mein Name steht bei dem Museum, einem Laden im Zentrum und einem alten Mafia-Landsitz. Sieht aus, als würde es ein arbeitsreicher Tag. Na, dann brechen wir mal auf. Ich schnapp mir besser Duni und dann los. Okay, können wir aussuchen, wo wir uns als erstes hinbegeben. Dann fange ich mal beim Museum an. Warum nicht? Warum ist die Tür eingetreten? Sieht wie ein Einbrecher aus, ein Einbruch aus. Plünderer. Vielleicht aber eigentlich tendieren sie dazu, sich für den Fernseher zu entscheiden, nicht für den für Wandteppiche. Lass es uns überprüfen. Sieht aus, als wäre das eine ägyptische angehauchte Darstellung. Wow, diese Ägypter waren riesig. Die Bilder sind nicht maßstabsgetreu. Ich wusste das.
Okay, nachts im Museum. Auf geht's. Ein beeindruckendes Exemplar. Da scheint etwas festgeklemmt zu sein. Aber es ist zu weit weg, um es zu erreichen. Ah ja. Nachdem sie sich umfangreiches historisches Material angesehen haben, glauben die Forscher von Twin Lakes, dass dieses Tier Anfang der 90er Jahre einem kostarikanischen Themenpark entkommen ist. Vermutlich Todesursache ist Ertrinken, weil die dünnen Arme nicht taugen würden, am anderen zu schwimmen. Wow, das Team hier spielt in seiner Klasse ganz oben mit. Ja. Anthropologie. Großes Skelett. So sehen Plastikskelette aus. Wissenschaftler glauben, dass es wurde, worauf der menschliche Körper modelliert wurde. Faszinierend. So sehen Plastikskelette aus. Wissenschaftler glauben, das ist es, worauf der menschliche Körper modelliert wurde. Ja. Kuriosenkabinett. Es ist abgeschlossen. Ich frage mich, wie ich das öffnen kann. Bestimmt kriegen wir irgendwann einen Schlüssel. Ein Affe, wahrscheinlich. Was für ein nettes Institut des Lernens das ist. Ein Affe, wahrscheinlich. Okay, da steht der Text nochmal drauf. Oha. Was zur Hölle? Das sieht aus wie eine Mumie. Aha. Ich weiß nicht wie oder warum, aber das Ding muss aus diesem Sarkophag gekommen sein. Ich suche besser nach einem Weg, es wieder reinzulocken. Da muss diese Mumie hergekommen sein. Aha. Ein Zepter. Sepp, da? Wo? Warte, über wen sprechen wir? Okay, wir haben das Zepter. Vielleicht, können wir das Zepter. Ein alter ägyptischer Stab. Schau, Detektiv, das sieht aus wie ein edles Stück. Können wir es nicht benutzen? Schade. Sieht aus, als ob ein Schmuckstück fehlt. Auf dem Schild steht der Stein des Osiris. Osiris, der ägyptische Totengott? Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was in der Stadt vor sich geht. Okay, wir müssen das Juwel finden. Okay, hier kommen wir in die Richtung. Hey, da steht ja mein Lieblingswitz drauf. Aha, okay. Ich glaube, es ist an allem interessiert, dass man essen kann. Okay, dann gehen wir erstmal weiter, oder wie? Ich denke, uns war es alt genug, um Teil dieser Ausstellung zu sein zu können. Ich mag keine Museen, sie sind nichts anderes als Friedhöfe für das Zeug. Da können wir also noch nicht gehen. Müssen wir hier noch rein? Können wir vielleicht mit dem Zepter? Frag mich, ob ich das benutzen kann, um etwas herauszuholen, das er gegessen hat. Vogelknochen. Das muss Toni Rex letztes Abendmahl gewesen sein. Toni? Das Team muss für irgendwas stehen. Gegenstand erhalten, Vogelknochen. Ah ja. Und dafür haben wir den... Hoffentlich ist das seine Verdauungsstörung. Er sieht bereits viel gesünder aus. Ja, wir haben hier gute Arbeit geleistet. Und jetzt haben wir den Zepter verschenkt. Können wir vielleicht... Sieht nicht aus, als ob es funktioniert. Ich glaube, ich versuche etwas anderes.
Okay, kann man mit den Knochen. Glaube ich, versuche etwas anderes. Ich könnte als provisorischen Dietrich. Das können die könnten als provisorischen Dietrich dienen. Ein sehr fragiler Dietrich. Vielleicht bekomme ich das auf, wenn ich die passenden Knochen zu den Bolzen im Schloss finde. Ah ja, natürlich. Okay, das hat hier so ein Loch drin. Dieser Knochen scheint nicht zu passen. Vielleicht geht einer der anderen Knochen. Okay, das doch vielleicht, oder? Ja, das könnte passen. Sehr schön, da ist die Treppe. Das könnte ich hier so. Nee. Das auch nicht. Das aber. Jetzt haben wir hier eine Treppe hoch und dann. So würde ich sagen, ja. Nee. So. Und so. Das scheint es gewesen zu sein. Mal schauen, was drin ist. Oh, Hirn im Glas. Ein Glas eingelegte Gehirne. Ich persönlich bevorzuge eher eingelegte Zwiebeln. Gehirn im Glas bekommen. Verschiedene Gläser. Sammlung von Ohrenschmalz als Museumspersonals. Irk. Urinprobe vor Ort gefunden. Benutzte Kontaktlinsen. Blach. Molchaugen. Da ist eine alte Nachricht auf den Gläsern. Borge mir etwas Suppe. Bringe sie so schnell wie möglich zurück. Tee. Da scheint mit Wespen gefüllt zu sein. Lebenden, verärgerten Wespen. Etwas Böses. Juju. Es enthält die Zeichnung von ein bisschen Marmelade. Es ist vollgestopft mit alten Rechnungen. Ja. Das gespendete Gehirn eines Sean Doody. Noch nie benutzt. Es kam noch nicht mal selbst auf die Idee, es zu spenden. Er kam noch nie mal. Ach so, ja. Verzeihung. Seines Vaters Gehirns. Sniff, sniff. Ihm das Gehirn zu geben bringt gar nichts. Okay, Doody, brauchst ein Hirn? Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Hätte ja klappen können. Sorry, eingelegtes Gehirn, aber ich muss mich um untote Angelegenheiten kümmern. Zombie mit Hirn, alles klar. Hier ist irgendwo ein Fall abgeschlossen, Gag drin, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Ich glaube nicht, dass wir hier draußen noch etwas finden. Lass uns zum nächsten Tatort fahren. Ah, sehr schön. Okay, die Villa machen wir zum Schluss. Chinatown. Chinatown. Hier bekommt man McNuggets Ruhestand-Uhren. Was für eine spaßige Party. Wir haben die ganze Zeit nur Monster gejagt. Erinnerungen jagen, meinst du? Wir gehen mal hinein. Sind das Pfoten? Nee, das kann nicht sein. Hilfe, ich bin gefangen. Werdet sie los? Untoter Plunder. Hellkristalle. Glückskatze. Angesichts meiner derzeitigen Zwangslage glaube ich immer mehr, dass keiner dieser Glücksbringer funktioniert. Kristalle, die für eine Art Heilung gebraucht werden. Schätze ich, das ist scharf. Was könnte das nützlich sein?
Okay, ein scharfer Kristall. Totenkopf. Ist dieser Schädel echt? Das ist der Schädel des vorigen Ladenbesitzers. Im Testament wurde festgelegt, dass er immer ausgestellt werden muss. Ja. Letzte Laternen. Ein Laden wie dieser hier lebt von der Atmosphäre. 80% der Verkäufer finden statt. Verkäufe finden statt, weil die Kunden nicht sehen können, was sie kaufen. Okay. Verschiedene Bücher über positives Leben, Feng Shui und das Nutzen der geheimen Höllenbestie, um deine Feinde zu kontrollieren. Warte, was? Seltsame Kiste? Was ist das? Chinesische Rätselkasten. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man ihn öffnet. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ein großer Koffer mit einem stabilen Schloss. Er ist innen leer. Nehmen Sie die Karte? Ja, ich habe hinten eine Maschine, um sie auszulesen. Sagen Sie mir einfach Ihre PIN-Nummer. Okay, das klingt alles absolut regulär. Genau, die PIN-Nummer. Okay, Ladeninhaber. Ich komme nicht eher raus, bis diese Dinger da weg sind. Der ist hübsch. Du solltest ihn dir kaufen, gönn dir mal was. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu shoppen. Warum nicht? Wenn die Welt heute untergeht, kann man morgen nichts mehr kaufen. Das klingt irgendwie logisch. Was zur Hölle? Die Affenpfoten wurden alle zum Leben erweckt. Fühle mich jetzt nicht so glücklich. Ich hoffe, diese stadtweiten Aufstände haben nicht alle mit Untoten zu tun. Weniger pfuschen, mehr huschen, erledigt sie. Mit dem Kristall vielleicht? Sie reagieren nicht, vielleicht fühlen sie keinen Schmerz. Vielleicht können wir damit die Kiste. Scheint nichts zu passieren. Nur die Kiste lösen und dann ein Traumfänger. Traumfänger benutzt man, um Albträume zu fangen. Könnte diese Albträume sein? Es bringt nichts, das heißt zu kurz, um etwas zu fangen. Vielleicht scheint nichts zu passieren. Nicht, als ob es funktioniert. Ich glaube, ich versuche was anderes. Es bringt nichts, das heißt, zu kurz, um etwas zu fangen. Mann, an was Leute nicht alles glauben, was? Sieht nicht so aus, als ob es funktioniert. Hier ist ein Tennisschläger ohne Bespannung. Das ist nichts weiter außer Müllnahmebehältern und schmutzigen Magazinen. Tiefenreinigung. Ja. Sieht aus, als wären wir von dort ausgeschlossen, Dudi. Verstehe ich nicht. Das hier ist ein Fenster im Club. Vergiss es. Es ist eigentlich auf das Gebäude gemalt. Die Bürgermeister hat herausgefunden, dass es billiger ist, als echte Abläufe zu entbauen. Ich kann da drin nichts ausmachen, aber diese Flyer bewerben ein lokales Geschäft. Getreide, Großhandel, Audin, Oats. Das Heim für preisabgeschirmte Tiere, die Flippant. Und der Laden, in dem ich meinen Mäntel kaufe. Fleek wohl Math Mix.
Okay, können wir vielleicht. Zeit ist zu fest. Ich muss irgendwie lösen. Kann ich scharf werden, um den Traumfänger abzuschneiden. Der ist ein bisschen zu wackelig für eine Party Squash, findest du nicht? Ah ja. Jetzt können wir damit bestimmt einmal vorsichtig wischen und okay. Ich habe sie alle gefangen. Okay, ich habe Affenpfoten. Ich komme nicht eher raus, bis die Dinger weg sind. Okay, dann schmeißen wir die mal in den Müll. Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Tja, vielleicht können wir sie in den großen Koffer und Koffer sperren. Hinein damit und eingeschlossen. Zum Glück seid ihr gekommen, Officers. Ich weiß nicht, wie ich sonst hätte fliehen. Ihr Typen könnten sie mir keine anderen Cops schicken. Die ganze Einheit ist beschäftigt. Es ist Schikane. Sie haben uns gerufen. Kann noch mal Bank. Bank, wer ist Bank? Mein Name ist Detective McQueen. Scheint, als hätten wir den falschen Kerl erwischt. Mein glücksbringender Hasenfuß, die Affenpfoten und die Leiche hinten fingen plötzlich alle an, sich zu bewegen. Leichen hinten? Das habe ich nie gesagt. Sie haben keinerlei Beweise. Judy, hörst du ihn? Was ist los? Ich war abgelenkt. Du hattest so viele Fragen gestellt. Das alles begann kurze Zeit, nachdem mein Laden letzte Nacht ausgeraubt wurde. Nicht in meinem Laden, habt ihr nicht. Sie haben sie an Judy verkauft. Ich kann ihm nichts verkauft haben, was nicht existiert. Zwinker. Sie haben gerade Zwinker zu mir gesagt. Nein, habe ich nicht, Zwinker. Wir haben nicht Gremlins gefunden. Okay. Letzte Nacht schwebten ein paar Schlägereien. Sie schlugen dir alles kurz und klein und nahmen ein paar absolut legale Ritualzutaten mit. Ritualzutaten hört sich nicht legal an. Dann gut für mich, dass die Beweise gestohlen wurden. Hineingeschwebt? Sie schwebten in einen grünen Nebel hier rein. Das hört sich für mich nach Darksiders an. Ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas Wichtiges finden. Lass uns zum nächsten Tatort aufbrechen. Okay, die Villa. Zum Schluss. Wir haben Berichte von einem Einbruch im alten Anwesen der Dons. Schauen wir mal nach. Detective, die Stadt ist im Chaos. Wir sollten uns besser auf wichtige Dinge konzentrieren als auf dieses baufällige Gebäude. Wir wissen nicht, wer sie sind und warum sie eingebrochen sind. Dieses Anwesen gehörte einem Mafia-Don. Nach allem, was wir wissen, gibt es hier ein verbogenes Waffenlager. Wenn man bedenkt, wie verrückt heute alles in der Stadt ist, was immer sie wollen, wir stellen besser sicher, dass sie es nicht bekommen. Okay. Im Passantbogen. War das eine gute Verwendung von Polizeiressourcen und Zeit? Nein. Hat es Spaß gemacht? Ja. Aha. Ihm muss es ziemlich gut gegangen sein mit seinem Strandhaus und all den Palmen drumherum. Vielleicht zahlt sich das Verbrechen am Ende doch irgendwie aus. Diese Dinge erinnern mich an manche der Leute, die wir bei unseren Fällen getroffen haben. Da steht draußen bleiben. Zum Glück gilt das Gesetz für uns nicht. Dudi, das Gesetz gilt für uns. Nur nicht in diesem spezifischen Teil. Geh jetzt zu Villa.
Okay, die Fenster vernagelt. Durch die vernagelten Fenster kann ich drinnen nicht viel sehen. Ein seltsames Gerät. Das muss dem gehören, der da drin ist. Wer auch immer. Das Zeug sieht gefährlich aus. Ich schalte es lieber vorerst aus. Batterie erhalten. Durch die vernagelten Fenster kann ich drinnen nicht viel sehen. Oha. So, sie dürfen hier nicht sein. Das Gebäude ist ein Sturz gefährdet. Wunderbar. Das stimmt nicht. Ist da jemand? Ja, geht es Ihnen gut? Mir würde es sehr viel besser gehen, wenn mich dieses Ding hier nicht gefangen halten würde. Bark. Warten Sie, wir machen etwas. Eine Batterie vielleicht? Sieht nicht so aus, als ob das funktioniert. Scheint das Seil zu sein, das den Leuchter festhält. Scheint es zu klemmen. Don Caponi. Das ist vielleicht ein geheim aussehender Gangsterboss. Seine Taten waren auch gemein. Glaubst du, diese beiden Tatsachen haben etwas miteinander zu tun? Bei Städtischchen? Was für ein möglicherweise günstig gelingender Tisch. Ein überraschend bescheidener Couch für das Haus des Gangsterbosses. Ich glaube jetzt, ob das funktioniert. Das ist mein großer Kronleuchter. Krass, wenn der auf jemanden draufhält, tut das sicher richtig weh. Gehen wir mal erstmal in die Küche und suchen, was womit wir das durchschneiden können. Den kann ich nicht öffnen. Ich frage mich, welche Schätze darin sind. Nicht genug, um ihn aufzubrechen, schätze ich. Verschiedene Vorräte, einschließlich Kerzen. Denke ich, nehme eine. Oha. Brauchen noch was zum Anzünden. Ein Waschbecken. Die Flüssigkeit ist so dunkel und stinkig. Ich würde nicht einmal gegen eine Belohnung meine Hand reinstecken. Ah, okay. Kein Messer, keine Scheren oder andere scharfe Objekte. Was für eine bequeme Unannehmlichkeit. Da sind die Überreste eines vor langer Zeit vergessenen Brathähnchens drin. Igitt. Es ist nicht genießbar, Dodi. Oh. Die könnten wir im Blutwolf-Camp gebrauchen. Irgendjemand hat unsere Töpfe ruiniert, indem er Marshmallows darin geschmolzen hat. Was? Jemand? Was? Diese Monster? Jemand hat diese Tasse halb sauber gemacht. Ich bin sicher, es macht ihnen nichts aus, wenn ich ihnen ihre Stahlwolle mitnehme. Okay, wir haben Stahlwolle und eine Kerze und eine Batterie. Was für ein Gestank! Jemand hat vergessen, den Kühlschrank sauber zu machen, als dieser Ort verlassen wurde. Irgendwas drin, was ich essen kann? Dudi, das ist alles vergammelt. Aber ich bin so hungrig, dass du hast die Sache so dringend erscheinen lassen, also habe ich das zweite Frühstück ausgelassen. Das ist dringend, Dudi. Schön, aber wenn alles all das hier vorbei ist, kaufst du mehr Pfannkuchen. Geht klar. Scheint nichts zu passieren. Ich muss das nur auf magische Art schweben lassen. Nein, das ist komisch. Ich schätze, ich versuche etwas anderes. Lassen wir das einfach hier. Jetzt müssen wir mit der Batterie vielleicht die Kerze. Ich glaube, ich versuche da etwas anderes. Blutwolf-Trick. Kombiniere eine Batterie mit Strahlwolle, um einen Zünder zu erzeugen. Die kleine Emily hat mir das beigebracht. Das ist plausibel. Zünder. Okay, na dann. Es scheint nichts zu passieren. Als ob.
Ich sollte taugen, um das Seil jetzt entsprechend langsam dramatisch durchzubrennen. Langsam und dramatisch. Ja. Es ist sicher, um jetzt rauszukommen. Detective, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ich eine Feuerallergie habe. Ach so. Ja, das Haus brennt, die Villa brennt. Danke, dass ihr mich gerade gerettet habt. Das Haus brennt. Ja, dank euch, Jungs. Was ist mit dem Aufstieg? Ich bin jetzt in Spuktor. Da ich immer wieder in seltsamen Begebenheiten verstrickt werde, warb ich dafür eine Franchise-Lizenz. Und es gab hier letzte Nacht einen örtlichen begrenzten Sturm. Also wusste ich, das bedeutet irgendwas war nach Ereignissen in der Bücherei passiert. Guter Fund. Ist das deine Ausrüstung? Ja, genau. Es ist ein Spukometer. Gefällt es dir? Es misst die Spuktivität. Ich habe es mitgebracht, um mehr Messwerte zu sammeln. Aber ich wurde in diesem Raum eingeschlossen und kam seitdem nicht dazu, einen Blick auf die Messwerte zu werfen. Von der Kreatur gefangen halten? Später ja, aber zuerst nicht. Da waren Leute hier, die den Ort durchkämmt haben. Ihre Akzente waren schwer zu verstehen, aber sie haben den Don gesucht. Aber er ist schon eine Weile tot. Ja, sie haben sich verzogen, als sie das bemerkten. Ich wartete eine Weile, um sicherzugehen, sie nicht zurückkommen. Aber plötzlich platzte dieses Ding aus dem Boden und ich war schon wieder eingeschlossen. Was sagen die Aufzeichnungen? Das ist eigenartig, die Batterie fehlt. Unschuldig, Faith. Zum Glück ist da ein Ausdruck drin. Ich brauche noch einen Moment, um den auszuwerten. Wow, eine Menge Spukwerte. Wer oder was auch immer nach dem Don gesucht hat, die waren nicht menschlicher Natur. Duli, ich habe es gerade herausgefunden. Die Darksider suchen nichts im Haus von Don. Sie suchen den Don. Aber du hast doch gesagt, er sei tot. Weshalb sie den Stein von Osiris und die rituellen Komponenten mitgenommen haben. Sie versuchen, ihn wiederzubeleben. Wow, Detective, was für ein erstaunlicher Zufall, dass jeder Ort, an den uns dieser Chief bisher beordert hat, so eng mit dem laufenden Ermittlungsmittel in Zusammenhang steht. Wären wir auch nur zu einem einzigen Ort geschickt worden hätten, hättest du vielleicht niemals alle Details zusammenführen können. Es ist keine Zeit, um die zweifellos geringe Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass sich die Dinge zufällig so entwickelt haben. Wir müssen auf den Friedhof gehen und schnell. Wir können ihn nicht zurückkehren lassen. Sollst vielleicht auch gehen, Razza. Wegen des Feuers, welches ihr gelegt habt. Feuer, welches Feuer? So musst du dir einbilden. Wahrscheinlich ausgehungert vom Drinsein. Schlecht für die Gedanken. Iss lieber was, wenn du gehst. Was du jetzt tun solltest. Essen, nicht Feuer. Ich glaube, das ging das. Auf zum Friedhof. Das steht nach Finale. Ich frage mich, ob wir von hier aus einen Überblick über die Situation bekommen. Oha, Zombies auf dem Friedhof. Es ist, wie ich befürchtet habe, der Ort ist mit Zombies überfüllt. Das müssen die Darksider sein, von denen wir gehört haben. Sie feuern auf jemanden in der Kirche, aber ich kann nicht erkennen, auf wen. Schau mal, du, die hier drüben, da gibt's böses Hokuspokus in der Gruft. Wir müssen sie daran hindern, den Don zurückzubringen. Okay, Dudi, lass uns gehen. Oh, dann komm auf.
Kein Zweifel, sie sind richtige Zombies. Sieht aus, als kämen wir so nicht rein. Okay. Vielleicht war das Licht anzulassen nicht die beste Art, sich anzuschleichen. Der Schlagstock könnte nützlich sein, um die Willkommensparty im Zaun zu halten. Dann prügeln wir das durch, oder was? Bleibt zurück, ihr Monster. Endlich mal eine positive Anwendungsmöglichkeit für polizeiliche Gewalt. Rark. Nun, seine Hand ist abgebrochen, aber es scheint ihm egal zu sein. Brauchen wir einen anderen Weg hinein. Zombie-Arm gefunden. Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Eine helfende Hand. Sieht nicht aus, als ob das funktioniert. Wenn wir die in Position bringen, kann ich über die Mauer. Auf sie klemmt, die Räder scheinen verrostet zu sein. Vielleicht können wir. Ich glaube nicht, dass das fester Drücken hier die Antwort ist. Es wird von dieser massiven Mülltonne verdeckt. Ich frage mich, ob der an der Seite der Mauer auch ein Gulli ist. Hier ist einer für dich, Gulli. Wie viele Polizisten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen blassen Schimmer. Aber zum Glück funktioniert sie, also nicht unsere Angelegenheit. Außer fallen Straßen, dann Laterne unter die städtische Wartungsabteilung und sind nicht Job der Polizei. Ich dachte, du würdest das wissen, Detektiv. Okay. Ein Wasserturm auf einem Friedhof. Komisch. Es ist kostengünstiges Weihwasser. Der Priester kann es nach einem heftigen Regen segnen. Ja. Und nun? Hey Bros, ich brauche Hilfe. Ich werde gerade sowohl mit meinem physischen Selbst als auch mit meinen dogmatischen Ansichten dem Universum gegenüber konfrontiert. Jemand ist in der Kirche gefangen. Wenn wir nicht hineingehen und helfen, wird er Zombiefutter. Ja, was können wir denn machen? Okay, die Mauer ist zu hoch. Okay. Gibt es hier irgendwas? Wenn das alles vorbei ist, suche ich mir einen sicheren Job. Vielleicht bei der Müllabfuhr. Machst du Witze? Die Regierung hat über alle Deponien Spione ausgesandt, sich durch unsere Müll graben. Eigentlich könnte ich das tatsächlich glauben. Okay. Mir fällt gerade echt nichts ein, wie ich hier weiterkomme. Ich werde wohl erstmal eine kleine Streampause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache noch kurz Streampause. 10 Minuten, für eine Stunde. Und dann finden wir mal eine Lösung. Bis gleich.
So, willkommen zurück, weiter geht's. Und ja, ich habe natürlich noch nicht in die Mülltonne geschaut. Schau in die Mülltonne, steht hier. Natürlich finden wir hier eine Ölkanne drin. Eine Ölkanne, ich könnte sie benutzen, um die Räder zu ölen, aber ich komme nicht dran. Zum Glück kann man einen verlängerten Arm. Einen helfenden Arm. Okay, in Position. Jetzt diesen Muskel drücken und ich hab's. Gegenstand erhalten. Ölkanne. Eine Planke? Oh, schade. Diese Planke könnte nützlich sein. Nein, sie ist voller Termiten. Die stecke ich nicht in meine Tasche. Es scheint eine Dose Eintopf zu sein. Ist es noch warm? Kann... Nein, Dudi, du kannst den alten Eintopf nicht essen. Okay, jetzt ölen wir mal die Reifen und dann... Sieht nicht so aus, als ob das funktioniert. Als ob. Okay, die Räder sind geölt. Schieben wir sie in Position. Kanalschacht. Okay, Dudi, ich werde über die Mauer gehen. Du kommst durch die Kanalisation. Hoffentlich kann so einer von uns die Leute retten und verhindern, dass der Don zurückgebracht wird. Aufteilen war schon immer eine gute Idee. Habe ich schon erwähnt, dass ich keinen Tunnel... Nicht die Zeit dafür, Kumpel. Die Stadt braucht uns. Ich weiß. Hey, Detective. Ja, sehr vorsichtig. Du auch, Kumpel, du auch. Okay, jetzt spielen wir Dudi in der Kanalisation. Der Weg ist durch ein riesiges Gitter blockiert. Was für Geheimnisse versteckst du hinten? Versteckst du Gitter? Wenn all dieses zu Ende ist, führe ich eine Untersuchung gegen dich durch. Ich werde sie Gate nennen. Ohne Zweifel ist das ein geheimes Schlupfloch für staatliche Informanten. So, also pumpt die Regierung Dihydrogenmonoxid in unsere Häuser, diese Monster. Tja. Oh, Kanaligator. Alles klar. Eine Fernsehserie über Vorstadthelden. Was für einen Schwachsinn. Von mir auch die Teenage Mutant Ninja Turtles. Hey, kleiner Kerl, was machst du denn hier unten? Ich schaue meine Geschichte. Lass mich. Ein Alligator in der Kanalisation, der fernsieht. Tja, die Geschichte ergibt Sinn für mich. Viel Spaß noch, Mister. Achte aber auf die Kannibalen. Pennywise. Ein Papierboot. Das Boot ist nicht das einzige hier, was schwebt. Diese Box enthält die Power der gesamten Stadt, elektrisch und politisch gesehen. Hey Dudi, willst du nicht Hallo sagen? Eine Sekunde mal, Bürschchen. Was macht ein Clown hier unten? Es ist hier doch kein Zirkus. Ich verteile Ballons an missratene Kinder. Tust du das? Und es gibt Zuckerwatte und Fahrgeschäfte. Und allein Überraschungen hier unten. Und Überraschungen hier unten. Überraschungen? Habe ich bereits erwähnt, das ist die Ballons in allen Farben gibt. Ich habe das alles nicht für problematisch. Ich halte das alles nicht für problematisch. Spricht für dich, dass du dich um die umherirrenden Kinder kümmerst, damit sie keine Angst bekommen. Danke. Gern geschehen. Ganz meinerseits. Okay. Es spricht ja nichts dagegen. Können wir weitergehen. Das ist... Lassen wir den Clown, den harmlosen Clown, da einfach mal stehen. Arbeitsschild. Hey, ja, interessantes Schild habt ihr da. Danke. Woran arbeitet ihr? Wir reparieren die Hochspannungsleitungen. All diese flackernden Lichter seit kurzem in der Stadt bemerkt. Das bringen wir in Ordnung. Das ist wirklich klasse. Eine großartige Ausrede. Glaubst du, ich bin ein Schwachkopf? Ich sehe euer Schild, darauf steht ein kleines I, ihr Typen, ihr seid I-Maurer.
stillgestanden. Was? Nein, das andere. Keine Bewegung. Ich meine Bewegung. Wie sollte man sich als Polizist denn auch all diese Fachbegriffe merken? Lasst euer Zeugs fallen und verschwindet. Ich würde euch ja verhaften, aber ich muss irgendwo wohin. Was erzählst du? Wir sind nur hier, um Rapper. Leisten sie etwa Widerstand gegen Festnahme? Ich schätze, wir sollten auf den Officer hören und den Rest des vom Tag freinehmen. Therese. Naja, auch immer eine schöne Abwechslung, früher zur Familie nach Hause zu kommen. Zwar denen, die wollten wir verhaften, aber den Clown, den Kanaligator haben wir. Ja. Pennywise und den Kanaligator haben wir am Leben gelassen. Ich konfisziere das hier, damit sie nicht mehr ihre dubiose Arbeit weitermachen können. Was auch immer das sein mag. Ein Kangohammer. Ich frage mich, was sie hier Geheimes vorhatten. Ein Loch zu dem Planeten graben, der in unserem Planeten versteckt ist? Oder wollten sie einen Schlupfwinkel für die Echsenmenschen bauen, die uns heimlich stören? Vielleicht hatten sie geplant, etwas für die Maulwurfmänner zu opfern. Was immer es auch war, es wurde vereitelt. Teuflischer Schutz eines hinterlistigen Gegners. Okay, nach rechts weiter. Ein Gitter. Dieses Gitter hindert mich am Weitergehen. Wenn es nur einen Weg hindurch gäbe. Wir haben doch einen. Wenn es neben die Zitronen gibt, zermatsche sie mit einem Hammer. Dann hauche den gelben Körpern wieder Leben ein, sodass sie lernen, nicht nochmal Schindel oder mit dir zu treiben. Ja. Währenddessen. Aha, auf dem Friedhof. In einem Stapel Überlauf ertrunken. Theresa Macabre. Grave Macabre. Von einer Schreibblockade zerschmettert. Aha. Paul Burr Conway. Hat sich selbst um die Ecke gemalt. Ben Haunty. Niemand hat gehört, was ihm passiert ist. Und Chris Gulston. Lebendig vom Bugs gefressen. Gruft, Wasserturm. Geht zur Luft. Guck mal, Slim. Wir haben einen streunenden Zombie. Hey, yo, Streuner. Baller ein paar Runden, um es zu verjagen. Und sei froh, dass wir es nicht mit einer Horde zu tun haben. Hey, yo, Horde. Ja, da kommen wir nicht lang. Ich hoffe, diese Struktur ist stabil, weil ein Stück davon nützlich wäre. Okay. Die Beine von dem Turm stehen ziemlich beschädigt aus. Ich kletter mal hoch auf den Wasserturm. Der Mond. Au. Mal wieder an einem anderen Tatort, Herr Mond. Ich glaube, wir sollten uns einmal ein bisschen auf den Revier unterhalten. Er scheint voller Regenwasser zu sein. Können wir da jetzt irgendwas machen? Können wir den Mond aufspießen? Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Oha, Zombies. Gehörner. Ich komme nicht an ihnen vorbei, aber vielleicht finde ich einen Weg über sie, um und durch das zerbrochene Fenster zu kommen. Rar. Ich muss hier raus, bevor ich angefressen werde. Okay, vielleicht können wir irgendwie den Turm umkippen und dann über die Leiter. Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Gerüststein. Ein Schuppen. Oha. Wir wurden durchgebrochen. Angriff. Ah, halt. Mensch, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die Hunnen.
die mein Gehirn fressen wollen, um an Militärgeheimnis zu kommen. Aber jetzt sehe ich, dass du ein Janky-Junge bist. Sieht man an deiner Haltung. Nicht nachgiebig genug, Schultern wie geschmolzene Eiscreme an einem sonnigen Sonntagmorgen. Kann ich dir helfen, alter Knabe? Wer bist du? Barrikadierung Reginald Smith. Meine Freunde sagen Smithy. Aber natürlich habe ich keine Freunde in der Armee. Hat man dafür keine Zeit, klar? Sicher, du bist nicht mehr in der Armee. Mein werter Freund, wenn du dich verpflichtest, dann verpflichtest du dich fürs ganze Leben. Also dann bist du schon hier. Teufel, das kann ich nicht mehr genau sagen. Als junger Mann hier abgestürzt und einen Job als Friedhofsgräber angenommen, weil ich kein Staatsbürger war. Passiert alles vor einer ganzen Weile, scheint mir. Geht's dir gut? Du siehst aus, als hättest du viel durchgemacht. Das ist doch nur ein Kratzer. Du hättest die Hunden sehen sollen, die wir mit denen fertig, nur mit, als wir mit denen fertig waren. Du bist doch ein Soldat. Kannst du mir bei den Vorbereitungen zum Kampf behilflich sein? Bei den Kriegsanstrengungen helfen, klingt toll. Ich habe immer noch meine Militärausrüstung dabei. Lass mal sehen. Das ist mein Campinggeschirr, aber das ist nicht mehr das Neueste. Eine Feldflasche, aber die hat ein Einschussloch. Ein Zeltboden, ist ohne Zeltdach nicht so sinnvoll. Das sieht nicht gut aus, alter Knabe. Ich verrate dir was, nimm meine Gasmaske, die steht da drüben auf dem Regal. Danke. Ich mache alles, um Fritz den Weg zu versperren. Tudelüdü, bis dahin. Sei bloß vorsichtig damit, ist ihn wahrscheinlich noch mit Senfgas verschmiert. Wo war die, als ich die Gremlins gejagt habe? Hey, Stiefel mit Stiefel in meiner Größe. Gefallen sie dir? Sind deine. Gehörten einem Sergeant von mir im letzten Krieg. Oh, danke. Moment mal, das sind keine normalen Stiefel, das sind Metallanschlüsse drin. Er hatte Beinprothesen, dafür brauchte er Spezialschuhe mit Klicksystem. Deswegen habe ich keine Verwendung für sie. Wie großzügig. Stiefel, die wir nicht benutzen können. Ein Helm. Das ist ein netter Helm. Es gehört sich nicht, Kommentare über das Stück eines anderen Mannes zu machen, Alter. Nein, ich fürchte, die kannst du nicht haben, alter Knabe. Ich brauche sie, um Zombie Fritz eines über die Rübe zu ziehen, wenn er versucht, in meinen Bunker einzudringen. Das sind Schuppen, kein Bunker. So nett und warm ein weiterer Grund, warum ich nicht wieder raus will. Hab ich mir aus Flugzeugteilen zusammengebaut, nachdem ich während des großen Krieges hier abgeschossen wurde. Habe ich großer Krieg gesagt? Das war bestenfalls mittelmäßig. Okay, wir haben Gerüststangen, wir haben eine Gasmaske und wir haben Stiefel. Ah. Vielleicht können wir hatten wir schon. Da kommen wir auch erstmal nicht weiter. Tja, also.
Tja, ich wüsste nicht, was ich noch versuchen soll. Tja, also. Turmstützen, Friedhof. Kann man vielleicht einen der Gräber schenken? Übersehe wieder das. Das leichteste. Ein Workflow-Aussuch. Also, was machen wir? Okay, daran hätte ich niemals gedacht. Das Gerüst passt perfekt. Stelzen. Okay, jetzt können wir mit den Stelzen. Was machen wir denn damit? Mir selbst anziehen. Okay, probieren wir sie aus. Ja. Die können mich hier oben nicht kriegen. Oh, Gehörner. Die Darkseid-Schläger haben das Fenster rausgeschossen und mir einen bequemen Weg hinein verschafft. Agent McScream, was machen Sie denn hier? Was machen wir irgendwo? Hilfreich, wie immer. Ich muss den Glockenturm retten, wer auch immer das ist, und dann einen Plan machen, wie ich in die Gruft komme, um das Ritual aufzuhalten. Was machen Sie hier? Ich umkreise die Verwandten und brülle die Tiere an, die sich ans Aas, am Aas erfreuen würden. Das hilft immer noch nicht. Ich nehme Darkseider. Ich nehme an, Sie meinen, ich bin hier, weil andere Darkseider hier sind. Ein Name ist die Mutter der Drachen. Rauszugehen ist nicht sicher. Zum Alter. Hey, Alter. Chief Goody. Uff. Was ist los? Wild in der Reihe. Ach, er wurde gefressen. Er ist jetzt ein Zombiegeist. Geht's ihm gut? Bin angeschossen. Sohn mitten in den Bauch. Also haben die beiden Pfeifen auf sie und Max Cream geschossen. So war's. Sohn. Ich brenne von innen nach außen aus. Darksiders Zeitkugeln sind nicht wie eure, mit den ganzen verfluchten Komponenten, die da drin sind. Wie kann ich helfen? Können wir die Kugel entfernen? Kann nicht normal entfernt werden, Sohn. Ich brauche Weihwasser, um das Böse rauszuwaschen. Ich sehe mich einmal um. Mach das, Sohn. Okay, Weihwasser war in dem Turm drin. Weihrauchgefäß. Das Räuchergefäß ist voll mit altem eingetrockneten, schimmelig riechenden Weihrauch. Ja. Buntglasfenster.
Hey, irgendeine Aussicht auf ein Wunder? Nein, in Ordnung. Die Kerzen sind größer als mein Kopf. Ich sag Christai. Ein Klötzchenhundekalender. Das sind die Kerninhalte aller großen Religionen. Und eine Notiz nur für den Fall. Stifte einen Brief öffnen, einen Lesebrunnen, bei der alle Gläser rausgefallen sind. Ich werde den Brief öffnen nehmen. Aha. Ein Stuhl. Ich wünschte, ich hätte einen netten Stuhl wie den im Büro. Ich könnte den nicht für den Fall konfiszieren, oder? Nein. Könnte ich trotzdem? Nein. Reiswolf ist ein Hochleistungsschredderer. Er könnte wahrscheinlich sogar Kleider zerreißen. Auf zu Doppelturm. Weich zurück, Dämon, Bro. Großartig, jetzt bin ich durchnässt. Krass, dachte du wärst ein Hohlschädel. Totales Wipeout bei mir, Bro. Richtig, hast du ein Handtuch, das ich mir ausleihen kann? Ganz schön glänzende Glocke. Danke, poliere ich selbst. Sporttasche. Sammlung von Extremsportausrüstung. Wie Drachenflieger und Gesichtsfarbe. Woher haben sie das alles? Dude, ich mag es extrem bis zum Maximum. Und ohne Farbe in dem Gesicht kannst du nicht zum Äußersten gehen. Okay, Tauchflasche habe ich bekommen. Damit werden wir am Tank tauchen wahrscheinlich. Sorry für die Pleite, Dude. Was war das denn? Hohlköpfe mögen kein Weihwasser, mein Freund Amigo. Macht Matschbürger aus ihnen. Gut zu wissen. Kann ich das Weihwasser haben? Damit könnte ich dem Typ unten helfen. Kann ich etwas Weihwasser haben? Klar, Dude, ich gebe dir gern von Saft des Herrn ab. Das nicht so. Ich habe gerade nur noch total wenig übrig. Hab meinen letzten Klatscher an dich verschwendet. Aber klar, du kannst auch noch meinen letzten Tropfen haben. Nur, Dude, das ist echt nicht genug, um damit einen Hohlschädel zu zermatsch. Okay, ein bisschen Weihwasser. Fantastisch. Ein etwas spezieller Priester. Ich komme, um sie zu retten. Geht's Ihnen gut? Unter diesen Umständen bin ich froh, hier oben rumzuhängen, statt in einer Woge voller Untoter. Wir müssen hier raus. Wenn du es schaffst, die Welle der Untoten zu brechen, kann ich hier weg, Dude. Wie mache ich das? So wie der Surfer der See lauscht, solltest du vielleicht den Toten lauschen. Das eigentlich könnte es klappen, gute Idee. Der Herr spricht durch mich, Bro Seth. Was ist mit der ganzen Sportausrüstung? Eigentlich hatte ich ja einen Extremsporturlaub geplant, aber ich bin hier geblieben, um ein paar Babys zu taufen. Boah, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Sayonara, Dude. Können wir mal eben. Scheint nichts zu passieren. Okay. Und wieder runter zum Altar. Ich habe ein bisschen Weihwasser für dich. Benutzen Sie das, um Ihre Wunde zu reinigen. Viel besser. Danke, Sohn. Und nun. Zwei Rauchdings können wir nicht mitnehmen. Bank rein. Okay, und nun? Ein provisorischer Eingang kann draußen immer noch die Zombies hören. Gehörne. Hört sich an, als ob sie streiten, wen sie nur verstehen können. Sieht nicht so aus, als ob das funktionieren würde. Da kein Gas ist, ziehe ich das Ding nicht an. Vielleicht finde ich eine bessere Verwendung dafür.
Vielleicht kann man das kombinieren mit dem Maske, so als Ersatz für eine Atemmaske ausreichen, zumindest für ein paar Minuten Taucherausrüstung. Dann werden wir dann wahrscheinlich in den Tank springen und nach irgendwas tauchen. Okay. Und was machen wir nun? Jetzt haben wir einen Brieföffner, der auch als Kruzifix verwendet werden könnte, und eine Taucherausrüstung. Können wir mit ihm nochmal reden? Ich habe mit Kuli gesprochen. Quälen ihn immer noch die Schmerzen? Er erholt sich jetzt. Nur wenn man davon ausgeht, dass man sich durch Erholen besser fühlt. Richtig. Meinen Sie, dass Sie mit mir beibringen können, wie man mit Zombies spricht? Sind wir nicht alle irgendwie Zombies? Hören Sie genau zu. Etwas später. Ich trinke noch meinen Kaffee. Oh, das war einfacher, als ich dachte. Für den Ignoranten ist alles einfach. Hey. Okay, finden wir heraus, was die Zombies sagen. Okay, versuchen wir es nochmal. Gehörne. Sie scheinen verärgert und dadurch und durcheinander zu sein. Wenn ich mich als einer von ihnen verkleide, könnte ich mich mit ihnen verbrüdern, um sie dann von der Kirche wegzulocken. Ich muss einen Weg finden, etwas weniger lebendig auszusehen und zu riechen. Wer ist mit dem Weihrauch was? Das Räuchergefäß ist voller altem Weihrauch. Wenn ich einen Weg finden würde, etwas davon loszukratzen, könnte ich meinen liebenswürdigen Leben lebendig überdecken. Wenn ich genug davon abkratze und meinen Mantel damit einreibe, sollte ich weniger lebendig riechen. Und fertig. Junge, stinkt das. Okay. Ich rieche tot, aber sehe noch lebendig aus. Okay. Wie sehen wir tot aus? Habe ich Aussicht auf Wunder? Keine Antwort. Hat der vielleicht eine Idee? Ah ne, hier. Der ist da oben. Oha. Okay, Mantel kaputt gemacht. Ah, Gesichtsmalfarben, genau. Das ist der Trick. Könnte ich die Gesichtsmalfarben benutzen, um mich untot aussehen zu lassen? Kann ich machen. Wow, 110%. Prozente gehen nur bis 110. Na gut. Okay. Tot sieht aus. Okay, ich sollte in der Lage sein, als einer von ihnen durchzugehen. Okay, sie haben zugestimmt, sich unter meiner Führung zu vereinigen. Zeit, sie zu den Leuten zu bringen, und die sie hergebracht haben. Okay. Das hatte ich für keine so gute Idee. Mama mia, das ist eine Zombie-Horde. Renn, Slim. Hey, yo, lauf. Okay, Autoschlüssel. Diese Trottel müssen die verloren haben. Sie weggerannt sind. Autoschlüssel. Sie haben ein gutes, massives Auto gestohlen. Wo immer das reinfährt, da bleibt nicht viel übrig. Sofort damit aufhören.
zu spät, bald leider. Ja, ich lebe. Oha, sie haben es geschafft. Es ist kein Zombie, er ist menschlich, ihr Trottel. Gehirne. Oh nein, zerstöre ihn. Gehirne. So endet das also. Nicht mit einem Knall, aber mit einem jammernden McQueen. Das sollte so gehen. Aha. Dudi! Er ist unter den Trümmern mit all den Zombies gefangen. Ich muss ihn retten. Der Priester sagte, das Weihwasser lässt sie zu Staub zerfallen. Wo finde ich genug davon? Wahrscheinlich im Tank. Im Wasserturm. Das muss die Ritualfarbe sein, die Wank gestohlen wurde. Sie haben damit diese Markierungen gesammelt. Korruptionsziele in den Körper des Dons zu beschwören. Okay, die Farbe haben wir. Verstehe nicht, warum etwas Schwebendes eine Leiter braucht, um Wände zu bemalen, aber ich bin froh darum, das könnte ein gangbarer Weg sein. Das müssen die Markierungen für das Ritual sein, um den Dun aus der Darkseid zu beschwören. Ich komme nicht über das Loch im Boden, wo alle reingefallen sind. Vielleicht mit der Leiter. Damit sollte ich Zugang bekommen. Okay. Können wir vielleicht in den Tank klettern? Ich habe jetzt keine Verwendung dafür. Ach komm. Ist doch die offensichtliche Lösung. Fragen wir nochmal den Priester. Wir müssen den Wasserturm für mich segnen. Bro, ist das dein Ernst, Bro? Ich habe alle Untoten im Kanal und muss sie jetzt wegspülen. Schnell. Ich habe buchstäblich schon seit einer Ewigkeit darauf gewartet, dass man mich mit zu viel göttlichen Saft zu verströmen. Ach. Sie haben eine deutliche Art, über ihren Glauben zu sprechen. Was soll ich sagen, Bro? Der Herr ist mein Surfkumpel. Wir hängen enge und oft zusammen ab und ich möchte, dass die ganze Welt mit uns zusammen auf den Wellen gleitet. Aber für uns, den Herrn und mich, ist Sicherheit completo relevanto. Hab diesen Rettungsring immer dabei, für den Fall, dass dich die Flut erwischt. Ein Flut? Die Sünde reinzuwaschen. Super biblisch, Bo. Ja. Gut, Bo. Ich mach jetzt mein Ding, Bo. Möge der große G an deiner Stelle sein. Ach, der G-Punkt. Haben wir den G-Punkt gefunden. Okay. Bo, ich habe alles im Griff, Bo. Geh und mach dein Ding. Ich bin bereit, Bo. Keine Verwendung dafür, wie was, warum? Sieht nicht so aus, als ob es funktioniert. Wir sollen da nicht rum. Können wir irgendwie den Turm schützen? Zum Einstürzen bringen. Und nun? Ich verstehe nicht ganz. Ja, da ist ein Bug im Griff, aber... Was zum Henker? Ich dachte, wir steigen einfach in den Wasserturm ein und schwimmen da ein bisschen rum. Und lösen dann damit irgendwie, keine Ahnung, kippen das um und... Tja...
Was macht man da so? Das Auto vielleicht wegbewegen. Wenn ich das jetzt mit dem Wasserturm ramme, werden die Zombies ausgelöscht. Sicher, aber du, die wird ertrinken. Ich muss sicherstellen, dass er erst etwas hat, womit er atmen kann. Ah, verstehe. Du, die für dich. Schnell leg das an, Kumpel. Oh, okay. Und jetzt. Okay, du liegst bereit, ich bin bereit. Bist du da oben auch bereit, Vater? Koa, bum, ja. Ich werde das als ja. Viel Glück, Kumpel, ich verziehe mich in den Urlaub. Aha. Das Pedal ist festgeklemmt. Das Auto ist vorbereitet. Ich hoffe, ich habe richtig gezielt. Sehr gut. Da fällt der Wasserturm. Das ganze Wasser. Das gesegnete Wasser. Und wechseln die Zombies. Hey du, die ist in Ordnung, Kumpel. Hust, hust. Fühle mich noch ein wenig feucht hinter den Ohren. Aber sonst bin ich in Ordnung. Schön, das zu hören. Oh no. Endboss. Ah. Ich habe zu mir meine Diener genommen. Ich muss neue erschaffen und fange mit deinem Freund an. Hust, hust. Hältst du dich, Duli? Verdammt. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, den Don zurück in die Darkseid zu schicken. Ich glaube, ich versuche etwas anderes. Ich muss die rituellen Markierungen auf diesem Ring kopieren, um sie in ein behelfsmäßiges Portal zu verwandeln. Ah, ja. So, das muss hier hin. Und dann hier das hier hin. Das hier hin. Dann haben wir hier die Geschichte. Dann haben wir hier die Geschichte. Das hier. Das hier. Sehr schön. Mein improvisiertes Portal ist einsatzbereit. Ich muss nur sorgfältig zielen. No! Hab ihn. Viel Spaß am Ziel zurück in der Nachseite. Bist du okay, Ludi? Hust! Ich liebe Detective. Gut, ich hatte einen Moment lang Angst um dich, Kumpel. Lass dich jetzt. Lass dich aus dem Kanal holen. Nun dann. Wir haben den Rest seiner Komplizen verhaftet und weggesperrt. Der hier hat kooperiert, um seine Strafe zu reduzieren. Der Nebeneffekt des Rituals, durch den die Toten der Stadt geweckt wurden, ist umgekehrt. Alle Toten sollten wieder tot sein. Gut, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das hinkriege. Das war verrückt. Verrückte, gefährliche Magie, Junge. Ich war jung und unschuldig, leicht irregeführt. Es passierte vor einer halben Stunde. Ich bin in der Zeit viel erwachsener geworden. Zeit für Bewährung, würde ich sagen. Wie auch immer, dafür schulden wir euch was, Whitesiders. Gerne, ich würde sagen, jederzeit, aber sorgen wir dafür, dass das nie wieder passiert. Absolut. Lasst uns das jetzt mal wieder hingehen, oder? Etwas später.
Dick Wickman hier mit Detective McKink, der gerade eine Medaille für das Beenden der Aufstände der Stadt erhalten hat. Ah ja, McKink also. Natürlich. Können Sie mir Dick Wickman und Ihnen, den Zuschauern von Dick Wickman, sagen, was passiert ist, Detective? Da waren Aufstände überall in der Stadt und jetzt nicht mehr. Bringen Sie Licht ins Dunkle, Detective. Ihre Gattin ist der Bürgermeisterin, die Bürgermeisterin. Ist das ein Interessenkonflikt? Nee. Da habt ihr es, Freunde. Keine Konflikte und eine schicke Medaille. Glückwunsch an den Detective. Nach all dem kann ich nicht glauben, dass er eine Medaille bekommen hat. Nicht du, Detective. Sie sagen, dass der Wasserturm ein paar Tage vorher geplatzt ist und von den toten Körpern verseucht wurde, bevor das Wasser in den Speicher gelangte, sodass alle in einen zeitweiligen Wahnsinn verfielen. Wenigstens wissen wir beide, was passiert ist. Du bist ein Held, Detective. Danke, Kumpel. Das bedeutet mir viel. Darkseid Detective, Errungenschaft freigeschaltet und Fall geschlossen. Und damit haben wir die Story durchgespielt. Haben wir die Darkseid Detective beendet. Und hier sehen wir die Credits, die schuld sind an dem, in diesem Retro-Abenteuer. Ja. Hat doch Bock gemacht. Ja, die zwei Stream-Aufzeichnungen, die ich davon noch habe, also diese hier jetzt und die hier, die ich im Vorhinein noch aufgenommen habe, die ich noch nicht hochgeladen habe, werde ich jetzt noch entweder heute oder die Tage mal irgendwann mal hochladen auf YouTube. An Halloween gab es schon mal einen Stream, also jetzt haben wir insgesamt 3 Streams gemacht. An Halloween, ein Halloween Special Stream, gab es zwischendurch noch einen und heute den letzten Hauptstory Stream. Falls es da noch Bonus-Episoden gibt, können wir die vielleicht auch noch spielen, mal schauen. Aber mit der Story sind wir jetzt erstmal durch. Ja. Könnt ihr euch dann auf YouTube dann nochmal und die Hand angucken. Beim Erstellen des Spiels kam kein Pixel zu Schaden. Jedoch fielen einige Handgelenke im Carpal-Tunnel-Syndrom zum Opfer. Jegliche Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen und das Zufall und so weiter. Die Regierung will, dass du weißt, dass dieses ein fiktives Werk ist. Vor allem das Zeug über Geister und all das, Nachrichtenleuten, Videospiel packen, das wäre verrückt. Das unerlaubte Vervielfältigung dieses Produktes, überteilen davon ist unerlaubt, da bist du ein Arsch. Was? Ja. Der Priester. Der Darkseid Detective kehrt zurück in Tasten im Dunkeln. Was? Errungenschaft freischaltet, das ist ein Bündel. Aha. Gelöst. Jetzt haben wir noch 3 Bonus-Episoden. Bei Hearts, Poltergeist, Bates Motor. Ja, ich würde aber mal vorschlagen, dass wir die Bonus-Episoden dann, wenn ihr wollt, können wir die dann irgendwann mal im nächsten Jahr dann nochmal spielen. Wenn es mal Platz dafür anbietet. Um nochmal 3 Streams zu machen. Oder 2, mal schauen, wie ich mich da anstelle. Die Hauptepisode haben wir jetzt erledigt. Die Bonus-Episode können wir dann bei Bedarf noch irgendwann mal machen. Ich würde sagen, für heute soll es das erstmal mit The Darkseid Detective gewesen sein.
Ich würde nämlich noch eine kurze Pause machen und dann noch ein kleines bisschen, ein Stündchen oder ein halbes Mal ein bisschen Minecraft spielen. Im Stream. Ja, und da dann gegebenenfalls dann irgendwann mal spielen wir dann hier nochmal weiter. Man muss aber nicht die Hauptstory auch mal fertig, das ist also, falls man, wenn ich irgendwann mal Bock drauf habe und ihr Bock drauf habt. Gut, na dann. Erstmal Pause jetzt. Bis gleich.